Ciao von André Unger, Leute. Und ich habe gerade gesagt, dass Overnight Trade nicht unbedingt gefährlich ist. Und wir haben das Drone-Attack in Saudi-Arabien. Und wir wissen, was am Montag passiert ist in alle Energy-Futures. So, erstmal, ich empfehle in jedem Fall, wenn Sie ein Startbook sind, mein E-Book runterzuladen. Hier bei der tradingweltmeister.de Webseite können Sie mein E-Book gratis erhalten. Und da gibt es nicht weniges über meinen Anfang und so weiter. Und das ist in jedem Fall gut zu lesen, glaube ich, weil es immer wichtig ist zu sehen, wie ein Profi angefangen hat. Jetzt zurück zum Saudi-Arabien und so weiter. Das ist sehr aktuell und natürlich ist oder war in dem Fall über das Wochenende die Situation sehr kritisch. In dem Fall, einmal in meinem Leben, war ich auf der richtigen Seite. Ich hatte nämlich sieben. Normalerweise, wenn einer eine Lüge erzählt, sagt er sieben. Die erste Zahl, die ihm im Kopf kommt, ist sieben. Aber ich hatte wirklich sieben Kontrakte, sieben Stücke Heating Oil Future. Da war ich doppelt glücklich, hatte doppelt Glück. Erstmal, weil das kam von einem von meinen Systemen. Und ich sage jetzt nicht, also ich bin der beste Systementwickler in der Welt. Meine Systeme wüssten schon, was. Nein, das ist ja klar. Das kann ich nicht erzählen. Vielleicht kommt jemand, der das erzählt, aber ich kann das nicht. Und Glück war, dass erstmal dieses System hatte ich nicht selbst entwickelt. Das ist von einer von meinen Kollegen, Francesco Placci. Vielleicht mit der Hilfe von Andrea Nebbiolo. Ich hoffe, alle, die da kooperiert haben, sind gratuliert in dem Fall. Und er hat mir das System gezeigt und hat mir gefallen. Er sagt, okay, das stecke ich auch in meinem Basket von Systemen. Und dann am Anfang des Monats, wenn ich mit meiner Software Titan die Liste von den Systemen erhalte, mit den Stücke von Kontrakte, die ich handeln soll für den nächsten Monat, war das System in der Liste, in der Live-Liste. Gut, jetzt kommt der zweite Teil. Das erste Teil war Glück, nicht mein System, sondern von einem Kumpel. Zweites kam, dass, wie gesagt, Titan sagte, handel das live mit sieben Kontrakte. Und sieben ist nicht wenig, auch für mich. Crude Oil und Gasoline, andere hochkorrelierte und ähnliche Produkte, handle ich normalerweise in einem System, aber manchmal vier Kontrakte. So sieben ist wirklich viel. Das sieben ist kalkuliert auf eine Anzahl von Regeln, von Money Management Regeln, die ich im Titan kodiert habe. Aber, also sieben, da habe ich gesagt, sieben ist viel. Und nicht nur viel, es ist auch viel für diesen Markt. Also Heating Oil ist nicht so dick, es gibt nicht so viele Kontrakte. Aber da eventuelle Einstiege in der späteren Zeit vom Tag kamen, abends für uns und Nachmittag in den USA, wenn der Markt aktiver war, dann habe ich gesagt, okay, ich lasse das drin. Also zweimal Glück. Sieben, und ich war long mit diesen sieben, da habe ich mehr als 35.000 Dollar in einem Wochenende auf dieser Position verdient. Und also ich war zufrieden. Ich bin natürlich sorry für den Unfall hier, aber generell war ich in diesem Fall glücklich und ich habe Geld verdient. Aber was kann ich lernen von dieser Geschichte? Ich habe gelernt, dass es gefährlich ist. Aber jetzt würde ich nicht sagen, nein, also Intraday war besser, absolut nicht. Und in jedem Fall, während der Woche sehe ich kein besonderes Problem. Hier waren 2 Tage Börse zu. In der Woche ist 1 Stunde, das ist ein bisschen anders. Aber was würde ich jetzt tun? Mein Plan ist jetzt in jedem Fall, alle meine Strategien auf Energiefutures zu testen. Was wäre gewesen, wenn ich alle Short Positionen Ende der Woche schließen würde. Warum Short und nicht Long? Short und nicht Long, weil so ein Event kann passieren, dass die Preise springen. Ich meine, jetzt gab es diese Shortage von der Produktion, weil wir die Hälfte von der Produktion plötzlich in Gefahr haben. Und
es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir morgen in Heidelberg eine riesengroße Produktion von Rohöl finden können. Ich meine, das ist natürlich nicht so wahrscheinlich. Und dass wir morgen die Hälfte von der Produktion haben, kann passieren, wie es passiert ist. Dass wir morgen die doppelte Produktion plötzlich haben, ist nicht so wahrscheinlich. Also die Preise können plötzlich steigen und nicht so viel in einem Wochenende runterfallen. Das ist natürlich meine Idee und ich hoffe, dass die richtig ist in dem Fall. Also Short-Positionen nur schließen, weil es gefährlich sein kann, dass die plötzlich am Montag, wie es passiert ist, so hoch springen. Und das werde ich testen und ich werde das vermutlich auch wenn es weniger Geld im Backtesting zeigt, werde ich vermutlich live stellen, weil es ein Risikokontrollfaktor ist, ein wichtiges Risikokontroll. Also hier, wie in anderen Fällen, versuche ich immer, was die Märkte mir zeigen, zu lehren und dann zu testen und eventuell etwas Neues einzustellen. Und das ist, was ich in dem Fall mitbringe. Ich will testen, was am Wochenende gefährlich sein kann. Dieses Mal hatte ich Glück, morgen vielleicht nicht mehr. Ich hatte andere Fälle, haben Sie in dem Video gesehen, wo ich nicht so viel Glück hatte. Und ich will es also reinlassen. In jedem Fall Wochenende, wie gesagt, Intraday ist mir egal. Und wenn wir denken, Swiss Franc, 9.11. oder 11.9. 11.9., okay, 11. September. Diese Fälle waren alle im Intraday und da hatten wir Probleme, in Intraday die Positionen zu handeln und nicht überhaupt und unbedingt in Übernacht. Aber am Wochenende sowas muss man berücksichtigen und das werde ich tun und ich hoffe, das werden Sie auch. Abonnieren Sie meinen Kanal, sodass Sie die nächste Nachricht eventuell sofort bekommen. Abonnieren Sie, weil wir noch zu wenige sind hier und wir müssen eine große Gruppe werden. Nicht nur ich mache das auf Energiefutures, aber ich sollte das auch auf andere Futures machen. Korn zum Beispiel. Nehmen wir Korn als Beispiel an. Wenn morgen plötzlich das größte Gewitter in der Welt kommt und alle Kornproduktionen kaputt macht, dann hätten wir auch einen sehr hohen Sprung in den Kornpreisen und. Und das gehört zu allen anderen möglichen Commodities natürlich. Energie ist eine von den wichtigsten in der Welt und in dem Fall stelle ich das als Priorität. Das ist jetzt meine Priorität. Andere werde ich in dem Fall auch untersuchen und langsam vielleicht ändern in meine Systeme. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, Sie werden auch von den Fällen, die passieren, etwas lernen und mitbringen. Das war in dem Fall man lernt immer, ich lerne immer. Das ist, was ich gelernt habe und was ich jetzt machen werde, weil ich, wenn ich etwas lerne, dann versuche ich das sofort im Markt zu bringen, erstmal zu testen. Und bleiben Sie dran, nächstes Mal wieder mit Andrea Unger aus Italien. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger.